Er läuft und läuft und läuft. So warb der VW-Konzern in den späten 60er Jahren für den Käfer. Einst das beliebteste, das Urmodell der Autobauer aus Wolfsburg. Welches dann der nicht weniger beliebte Golf ablöste. Über Jahre das meistverkaufte Auto in der Bundesrepublik. Und in dieser Spur sollte nun die Erfolgsgeschichte des Konzerns fortsetzen. Der elektrische ID.3. Doch der läuft derzeit überhaupt nicht wie geplant. Die Kunden ziehen derzeit der Stromer-Offensive den Stecker. Und anders als auch von der Politik geplant, sind plötzlich Autos mit Verbrennermotoren auf der Überholspur. Was sie nicht nur bei VW feststellen, sondern auch bei den Zulieferern. Hilke Jansen. Diese Bauteile waren im vergangenen Jahr noch sehr gefragt. Motorhüllen für Elektroautos. Bei der Hanomag-Lohnhärterei in Hannover wurden etliche Aufträge aber inzwischen storniert. Stattdessen brummt wieder das Geschäft mit dem Verbrenner. Wenn man das im Augenblick sieht, dann können wir sagen, dass die ganze Verbrennertechnologie, sei es Zylinderköpfe zum Beispiel, auf einem Volumen sind, wie wir schon lange nicht mehr hatten die letzten Jahre. Ich glaube, ich kann sogar sagen, dass wir im Januar schon auf Peak-Volumen des Jahres gewesen sind. Das heißt, Verbrenner wird im Augenblick nachgefragt. E-Mobilität nicht. Das spürt auch Europas größter Autobauer Volkswagen. Zwar hat VW im vergangenen Jahr weltweit deutlich mehr E-Autos verkauft als im Vorjahr, aber mehr als 90% der Wagen sind immer noch Verbrenner. Sie sorgen auch für den größten Anteil der knapp 18 Milliarden Euro Gewinn. Bei E-Autos herrscht in Deutschland Flaute. Die Folge: Die Fabriken von VW in Zwickau und Emden sind nicht ausgelastet, Schichten werden gestrichen. Eine Transformation geht natürlich nie linear und da wird es auch immer Rückschläge geben. Wir sehen es langfristig aber als genau den richtigen Weg. Auch weil die Autobauer verpflichtet sind, ab dem nächsten Jahr strengere CO2-Grenzwerte einzuhalten. Wir brauchen in Summe Unterstützung, die ist vielseitig. Das sind verbindliche Regelungen, das sind angemessene CO2-Ziele, das ist Unterstützung in der Ladeinfrastruktur. Und auch neue Kaufprämien fordert Blume als Anreiz für die Kunden. Der Absatz von E-Modellen in Deutschland aktuell eingebrochen. Auf der einen Seite die Förderprämie, die Umweltprämie ist ausgelaufen. Die Autos wurden über Nacht sehr viel teurer. Und auf der anderen Seite haben wir hier sehr hohe Energiepreise, Energiekosten, was das Ganze, die ganze Produktion eben auch teurer macht. Experten sehen auch Volkswagen in der Pflicht. Elektroautos müssten schnell billiger werden. Das findet auch der Unternehmer Carsten Seehafer aus Hannover. Man muss einfach ein Auto anbieten, ein Volksauto, ein Volks-E-Auto, was unter 20.000 Euro kostet, damit man auch eine große Akzeptanz bei der Bevölkerung hat. Ob ein solches E-Auto kommt, will VW in diesem Jahr entscheiden. Wir werden zunächst jetzt ein Produkt bringen, was um die 25.000 Euro liegt und machen uns sehr tiefgehende Gedanken, auch ein Produkt zu bringen, was dann so in unserem Einstiegssegment um die 20.000 Euro liegt. Viel Zeit bleibt nicht, denn auch staatlich geförderte Hersteller aus China drängen mit ihren günstigeren Modellen in Deutschland auf den Markt.